das lecker. So. Und jetzt kommt sein neues Projekt. Und zwar Prey. Von Bethesda. Ich rede nicht lang dran. Echt Gigs. Schauen, was gibt's hier? Funktionen. Autolog. Vibration. Kameralog. Kann ich hier meinen Charakter wählen? Ich nehme männlich. Du betrittst dein Apartment. Jahr 2032. Mal schauen, ob es eine Zwischensequenz gibt. Die Ladezeiten. Dauert schon ein wenig. Und wieder laden. Na komm. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Oh, direkt aus mein Vorbestellerbonus. Findest du einen speziellen Behälter in Morgans Büro? Ja? Morgan, wach auf! Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Okay. Der erste Tag, nice scene. Okay, das ist mein Inventar. Die Ziele. Und keine Notizen. Oh. Erstmal. Aha. Und aufgeräumt. Das mache ich jeden Tag nach der Arbeit. Die Schuhe irgendwo hinschmeißen. Jetzt an das Vox. Okay. Ja.
Briefe. Okay. Jetzt habe ich mein Inventar gefüllt. Schrank durchsuchen. Ja, wir haben genug. Mesopotamie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Okay. Hier war doch etwas. Okay. Die wissenschaftliche Methode. Notiz, herzlichen Glückwunsch, morgen. Okay, gibt es sonst noch etwas? Gibt es hier auch noch etwas? Ne. Oh, so viele benutzte Plastikschlauch. Was ist das? Hier oben war noch Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Elektronik leicht gemacht. Ach ne. So ist eine Waffe. E-Mails. Gratuliere, willkommen. Lieferung. Uniform, Trennscheiben, ein neuer Remote. Bereit? Jo. Kann ich nicht. Ja, immer noch drei E-Mails. Okay. Oh. Ja, braucht man nicht. Also die Menüführung oben erinnert mich an Dishonored. Sehr ähnlich mit Dishonored. Oh, Fische. Aha. Guten Morgen, Mr. Yu. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Ja. Hier Licht, ich bin der neue Aushilfsarbeiter. Hey, nehme ich mit. Mit L3 sprinten. Okay, wir können auch rutschen. Ja. Es ist weg. Aha.
ist gemütlich. Gleich geht's los. Die Transfer-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Ich stand auf ganz kurz der Fenster. Hallo, Dr. Yu. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Kalibrierung. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Okay. Morgan, endlich. Oh, also, Alexio, ist das mein Vater? Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Das ist also mein Bruder. Die wissenschaftliche Methode. Guten Morgen, Norman. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Sie machen das großartig. So. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Aha. Ja, wenn es sagt entfernen, dann entfernen. Test 2. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Hinter dem Stuhl. Sehen Sie? Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich.
Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Ja, wo? Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Hornsee. Sie machen das toll. Ja, wo sollte ich mich sonst verstecken? Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist doch an. Tut mir leid, Norman. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Was ist los? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sie planen einen Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort in Zivilen oder probieren Sie etwas Neues aus? Ich probiere manchmal gerne etwas aus. Gut, Sie haben den Dreh aus. Weiter so. Sie wollen für Ihre Taten zum Tod, was fühlen Sie? Niemand hat das Recht dazu. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug wird auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug des Gleises fesseln, doch an das andere Gleis innen sind. Gleis wechseln. Gut. Einer von 5. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf der Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie nach dem Gleis fesseln, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Nein. Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die im Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, sehen Sie als Konnektor. Das führt Ihren Tod. Okay, den Dicken. Interessant. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich würde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Es geht. Das war der Kaffee. Was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Alles nehmen.
Ja, schnell. Geh schon alle Sensoren wieder. Ich weiß, man kann ja nie wissen. Einschlagen. Gelesen. Das weiß ich nicht. Ja. Sehr etwas.
Ich dachte, ich schaffe es noch, aber... Verdammt. Ist nichts. Ich habe doch irgendwo noch eine Schrotflinte. Ach, das hätte ich. Nicht cool. Mieses Dreckstück. Fängt schon mal an. Ich finde den Weg hier raus nicht. Ich schaue mich aber dann auch hier in. Hier durch. Geht's nicht. Aha. Doch. Schnellangriffe und. Geht nicht kaputt. Das wird auch immer ziemlich. Das ist ja alles eine Simulation jetzt. Selber der Lift. Moment, was sagt die Mission? Die Hauptlobby. Okay, ich komme hier und das ist doch. Okay. Das war auch eine Simulation. Szenauswahl. Doch, Waffenkräfte schnell ausfahren. Dort hinten ist etwas. Okay. Medikit. Keine Ahnung.
hab's nicht verstanden. Oh, das heißt, ich bin doch nicht gefallen. Gehört. Experimentiere mit verschiedenen Rangszenarien, um Gegner zu messen. Du kannst eine verschlossene Tür, wenn du nach Schlüsselkarte suchst, noch einen anderen Weg. Okay, hier ist noch diese. Hier ist wieder sein Passend. Verwirrt. Ist erforderlich. Mhm. Wo bist du? Junge, Junge, Junge. Du denkst etwas? Gleich mit zwei zu tun. Stand-up-Notizen.
Der Transtaglokom-Gelschaum-Laminierungsorganismus-Substruktur setzt Ziel außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne sie zu schaden. Ja, und hat den Zwot klar. Okay. Hey, cool. Ich kann das alles komplett. Okay. Jungen, sind wir so los. Wo seid ihr? Da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen. Aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Nimm den Neuromod. Neuromod-Doktor. Ich dachte, die bleiben so. Verdammt. Neuromod. Neuromod-Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transentwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Technik habe ich ja wohl. Auf 150%. Ja, ich nehme mal Reparatur. Schauen wir hier noch kurz um. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer.
miese Drecksviech. Ja. Das war mein Berg. Ich habe etwas für ihn. Das weiß ich. Aber das ist in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Blacky und Jessie.